Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in PV Canyon Crossing. Hier rein. Ach, hier kommt Bahn. Dann machen wir auf und zu. Oh, geht Tür auf. Was ist das für ein Zeichen? Ach, hier kann man sich umkleiden. Gut. Aber oh, was Neues kennengelernt. Ne? Jo, schön. Ne? Oh. Spiegel ist gut, aber wir sehen uns noch. Sehen uns nicht. Unsichtbar. Hm. Kommt bekannt vor. Vampir, ne? Uns hier nicht schlecht hier, also. Gut eingerichtet. Ah. Geld? Nee. Gut. Der LKW ist unterwegs. Mal gucken, wo er fährt. Wie er fährt. 90 eingestellt, fährt mit 50. Er braucht noch 8 Minuten, da brauchen wir nicht mitfahren. Das wird noch nicht saliert sein. Aber wir können hier mal gucken. Ja, dicht bei ist ja. Über dich am Hof, ne? Ja, nicht vergessen, wir haben eine 16-fach Karte. Den Rest werde ich gemischt wegbringen. Halt woanders hin, ne? Wie Prozent hat er jetzt? 83. Gut, Mission laufen. 1,90%. Guck mal rein. Durch einen großen Wald, hey, hier ganz schön, ne? Also wollen wir gar nicht sehen, was Sägewerk gewesen. Unkraut ist auch schon gewachsen. Hier fährt seine Runde. 12 km/h, das passt schon so. Und der braucht noch eine Weile. Wollen wir gucken, dass er auch nicht hier da arbeitet, wo schon geflügt ist. Da wollte ich gucken. 90%, der braucht noch ein bisschen. Gibt neue Mission, Erntemission oder sowas. Alles andere ist ja. Also Düngen, Feld 5. 13 Seen. 13 wäre Seen. Wir haben keine Seemaschine. Düngen. Feld 5. Feld 5 ist wieder, wo schwer hinkommen, ne? Das wäre praktisch. Also. Hier drüben. Und für Feld 5 würde ich da jetzt nicht hin tuckern, ne? Müsste mit der Fähre hinfahren. Das machen wir nicht. Also wegen. Das nicht. Ja, das ist hier ein bisschen. Ich werde Holz. Und dann brauchen wir eine Weile. Also Produktion, mal schauen. Als erstes wäre das Sägewerk, was wir uns anschauen müssten. Aber da brauchen wir erstmal einen Wald, um Holz zu haben und so. Wir brauchen noch einen Anhänger dafür. Autoload, ne? Wollen wir gleich einen großen nehmen. Aber. Wollen wir mal schauen, ob wir das Geld kriegen, ne? Das müssen wir uns erwirtschaften. Oh je. Fragt mir nicht, wo man sogelt. Es können die Ballen sein. Die gefahren werden gerade. Also das könnte schon sein. Naja, mal schauen, ne? Aus die Lage loszufahren wäre ja auch blöd, ne? Wenn wir es hätten. Aber der fährt ungefähr noch 8 Minuten.
Also was ich die andere Konsole gesehen habe, ist der Schalter, wo nach vorne hinten ist, das vorwärts fahren, rückwärts fahren. Würde man im Prinzip nicht mehr hier mit der Bremse rückwärts fahren, sondern praktisch nur noch mit dem Gaspedal vorwärts fahren und bremsen halt bremsen. Ne? Hier irgendwo war noch ein Baumstumpf gewesen, den man auch wegnehmen. Unser Gras ist ein bisschen gewachsen, würde ich meinen. In der Mitte auch. Jups, würde ich meinen. Da vorne ist er. Weg ist er. Gut. Tja, links wäre 10%. Ja, mal gucken, ob ich da Dünger geben kann, ne? Oder müssen. Das ist ja der nächste Punkt. Dann müssen, ne? Das ist gut aus. Gras im Wachstum. Ist eigentlich perfekt. Dann müssen wir nicht düngen. Das wäre ja Quatsch, ne? Aber leider kriegen wir nur 50%. Ich weiß nicht warum. Weil dann müsste normalerweise. Oberpunkt haben wir gar nicht. Anders irrelevant. Kriegen wir nicht weg. Mal den ganz Gesamtwert sehen, aber mal gucken, weil hier kann ich zwar erkennen, was los ist, aber da oben gepflügt haben wir Unkrautbekämpfung, Dünger, Stickstoff kann sein. Jo. Würde ich aber jetzt eher dieses Stück hier. Mal gucken, ob wir hier was kaufen können. Land. Parzelle 8 würde 84.000 kosten. Das wäre nichts drauf, außer Gras. Müssen wir mal gucken. Dass wir fortlaufen, was Geld verdienen können, ne? Ah, nee, das Geld. Das hinkommt mit dem Geld. Ne, Zahlen allein. Denn nur mit Grundstückkauf können wir den Kreditrahmen erhöhen und wir können dann entsprechend uns erweitern. Und dann natürlich ausgelastet zu sein mit den ganzen reicht nicht ganz. Leider so. Müssen wir ein bisschen Geld verdienen, nicht? So, wo ist der unser? Ich würde aber warten, bis es alles wieder gewachsen ist. Auf eine Höhe. Weil das hat jetzt keinen Zweck hier. Die müssen auch Geld behalten für den Lohn, ne? So, das Gras, das wächst ja eine Weile. Die Emission hatten wir auch gehabt, ne? Da gibt es nur ein Problem. Das ist die. Ach, eine Emission, ja, eine Emission. Wegen Nachschub, ne? Warum man sagt und Dünger. Die Bäume werde ich mal hier mal entfernen. Die, noch nicht die hier stehen, aber die jetzt hier liegen, ne? Wissen. Die musste ich entfernen, da wo das praktisch so Verkauf hingestellt hat, ne? Platzieren vom Gebäude. Den anderen kann ich erst auch verkaufen, wenn ich praktisch nicht drauf. Naja, komm ich wieder rauf. Ja, gut, hier könnte man die Bäume auch wegmachen, wenn man zumindest schon mähen, ne?
gut, dann machen sie weg. Ich noch, hätte ja die Stimmen ein bisschen kleiner schneiden. Aber so geht das immer ein bisschen besser. Jo, angekommen ist ja das mal ganz gut. Nur noch warten, bis er zu lied ist, ne? Dann können wir ein bisschen Geld verdienen. Wenn das funktioniert, ich mal dazu sagen. Also, das heißt, ich muss nicht auch verkaufen können, ne? Und eine eigene BGH zu betreiben, ich weiß nicht. Ja. Runde wird es gehen, aber das Problem aber auch, dass man bedient werden muss, ne? Und so verkaufen wir halt. Eisfelder ist ja an sich, ja, finanziell geht es nicht, aber in 2 Jahren bestimmt, ne? Aber wie gesagt, eine BGH zu betreiben ist aufwendig. Wisst ihr von der Führung oder von der Arsch? Brauche ich einen Angestellten für? Der erklärt sich bereit. Aber wäre auf Dauer langweilig, nicht? Aber BGH ist auch nicht so weit, das ist. Wollen wir erstmal sehen. Also die Bäume bringen nicht den großen Gewinn. Aber was wir kriegen, ist Landfläche. Ne? Das Land kaufen kostet ja auch über 400.000. Stück ab da oben. Wenn die eine Flugmission abgeschlossen haben, da können wir es mit leisten. Wissen kann es nur erwarten, dass wir entsprechend Socken für so eine Reife drin gesehen haben, eine fällt da. Nehmen wir auch 2 Mal mit und dann geht es immer. Abladen und verkaufen, ne? Ich glaube, die Grünen sehen alle Bäume weg. Junge, fehlt die Grünen nicht. Ist ja wie im Kindergarten, alles vorschreiben. Aber nichts gelernt haben die Burschen, die meisten, also die an der Spitze sind auf jeden Fall nicht, also die haben nichts gelernt. Und von daher, wo jemand, der keinen Abschluss hat, muss ich mir echt nicht sagen lassen, ne? Respekt muss man sich verdienen und das heißt durch Leistung und durch ja, auch ein Abschluss in der Schule ist eine Leistung, ne? Also wenn man 2 abschließt, ist hat das für was getan, ne? War dann wieder aus. Naja, muss ich mal einsteigen bleiben, ne? Wieder aus der Bursche. Wird eingestellt so? Ah. Bei mir machen wir keinen mit.
Nur durch Mission, ne? Der Preis gestiegen für Hauptschütze. Oder leer. Wo war er angeblieben? Ja, aber das Fläche dazu kaufen, dann noch ein Problem. Das ist ja nicht gepflügt, das ist nix. Ja, wäre auch wieder schlecht für meinen Bonus, ne? Den ich noch nicht kriege. Und weiß nicht warum. Und Kopfbekämpfung ist ja nicht möglich oder nicht notwendig. Ist noch Gras, also von daher ist das nicht so dramatisch. Lass ich mal ein bisschen warten. So, mal den Rest lang wissen. Ah, da machen wir später. Aber ein bisschen Landfläche schon ein bisschen. Nur den Rest wegmachen, ne? Wer den Sachsen-Player jetzt gestern gesehen auf YouTube, Vorteil des Lenkrad. Ich habe mich erschrocken, dass er so extrem dünn geworden ist innerhalb von kurzer Zeit. Das ist immer kein gutes Zeichen. Abnehmen ist schön und gut, aber dann muss es auch irgendwie das Thema dahinter stehen, also meinetwegen Ernährungsumstellung, mit die Portion achten und Bewegung und Sport, ne? Also sowas, ja, aber wenn das kommt, ohne irgendwas gemacht zu haben, dann ist immer unterwegs. Naja, kann man sich Sorgen machen, ne? Aber das muss er alleine wissen, was er gemacht hat, ich weiß das nicht. Das ist nur noch ein Knochen, Anführungszeichen. Oma würde mir sagen, sieht aber schlecht aus. Das ist, naja, andere Generation damals, ne? Wenn der Winter kam und so und dann ist, ne? Oma noch die Generation, die Hunger kennengelernt hat. Wenn nichts zu beißen dabei oder zu wenig und so, ne? Deswegen, wenn ich da so, wenn ich abnehme, ja, schön. Ich würde auch gerne 10 Kilo abnehmen, das wäre auch nicht schlecht. Gut, gerade eisig ist, ne? Also von daher.
Wird auch nichts. Aber es wäre im Prinzip vorteilhaft, ne? Müsste mir aber jetzt im Winter, ist im Winter eh blöd. Natur. Reserven. Aufbauen. Schlechte Zeit. Im Winterschlaf, ne? Das wäre. Ja. Oh, voll. Die beiden kriegen wir noch, ne? Wenn wir zumindest hier an der nächsten Kenne mehr. Hier, wenn wir jetzt mal auch mal backmähen, ne? Und dann können wir hier ein paar Ballen fressen. Ne? Wir müssen ja irgendwo Geld verdienen, ne? Das ist ja das, diese Zeit. Die Landflächen, die wir haben, ist einfach zu wenig. Stell dir vor, es wäre jetzt Dings auch gewesen, Raps oder so. Du musst das ganze Jahr warten, bis wir wieder vom eigenen Feld was verdienen können. Da kann man bald Maschinen sich ausleihen. Ne? Das einzige ist, was hier dann blöd wäre mit dem Transport mit der Fähre. Ne? Hätte ich vielleicht machen sollen, die Geräte nur ausleihen. Mit dem Geld dann lieber Land kaufen. Mit Dresche hatte ich vielleicht, ja, das ist ja so ein Problem. Mit was war ein Weiz verdient am Buch? Okay, ich habe gerade den Modus schwer genommen. Nichts haben verdient, kann man sagen. Ne? Okay, guck mal, wenn ich jetzt esse, dann ist es auch vorbei. Die Türe schon fertig und hochgeladen auch schon. Also von daher ist jetzt. Na, Stress habe ich sowieso nicht. Wenn ich ein Projekt nicht habe, dann fällt es ein. Aber die Karte ist einfach zu interessant mit den ganzen. Mit den ganzen mit dem Bau, ne? Also mir taugt das. Ne? Also ich mache gerne. Muss man halt hier viel erwirtschaften. Ne? Also, die sollen ja auch gewisse Dinge sporen, also erscheinen, also Säge zum Beispiel oder irgendwelche anderen Sachen. Also mal schauen, wann es auf meinen Feldern soweit ist. Das düngen wir aber nicht. 93%. Das ist auch ein Linientraktor, also von daher ist das nicht so dramatisch. Feld 16 ist ein eigener. Einzig Blöde ist, dass wir da auch einen eigenen Sprit haben müssen. Ne? Weil Linientraktor ist das wurscht. Aber hier sind wir ein extra losfahren, um den Traktor für zu holen. Jo. Eine Fähre fährt nicht mit Crossplay oder Autodrive. Obwohl ich jetzt mal einmal mit der Fähre aufzeichnen konnte. Aber das funktioniert. Das bezweifle ich mal. Wenn wir aber der Kettensäge kürzer schneiden, dann kriegen wir so gut weggefräst.
Schönes Holz. So. Verkaufen, ne? Mal gucken, Einstellung her. Gerade wie im Ton. So. Bild hier an. An. Tiefenschärfe an. So. Gucken wir hier automatisch aus. An, aus. Speichern. Der soll gerade nicht ausgehen, weil er das gleich abladen soll, ne? Bei der einen geht es, bei der anderen nicht, das ist mir ganz komisch. Ich kann nicht rein, muss ich sagen. Schön leer aus, ne? Ich glaube, die Preise steigen, ne? Aber wir können nicht viel lagern, das ist das ganze Problem. Da war es nicht, das war da. Silage 483. Da wird am meisten gezahlt im Winter. Ja, ja, zurzeit haben wir September. Würde im Oktober noch mehr gezahlt. Wieder aus der Anne. Geht aber runter, der Bursche. Wer kippt denn nicht, ne? Aber beides so gleich. Und eine starke Pumpe, daulig. Naja, besser wie nichts, ne? So, mal gucken, wie weit die Silage jetzt ist. War ja ungefähr alles zeitgleich fertig. Prozent. Ja, 84. Hier auch. Ja, 60% noch. Ja, liebe Schauer, das soll schon voll gewesen sein. Jetzt sagen wir schon Dank, dass Sie reinschauen. Ja, tschüss, ciao. Ja, morgen geht's weiter hier. PV Candy Crossing. Tschüss.